Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go to the Walking Dead. Nicht immer noch nicht Season 2, sondern immer noch mich schauen. Episode 2 allerdings, also ab jeder, hau einen raus, Alter. Die müssen wir natürlich unbedingt retten, die Frau. Listen. You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Hello? Hello, is anyone there? If you need some help. What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg! Berto ist bestimmt derjenige, der uns in den Arsch rettet. Pass mal auf. Randall! Looks like you caught our thieves. Nice job. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Mama? Who are you? Lecker Schaschlik, Alter. Robo? Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Stop! Sam. Oh, God. You fucking shot him! I didn't mean to! Do you think that matters? Ich dachte jetzt schon, dass jetzt übergangslos die Episode losgeht, aber leider nicht. Dafür dann halt mit einem kurzen Loading-Screen, meine Damen und Herren. Ab geht er. Jetzt bin ich mal gespannt, was Kollege Dingsbumskirchen dazu zu sagen hat. Please. Er kennt sich da zumindest aus, nicht? Und wird offensichtlich genauso gequält wie alle anderen. Außerdem fehlen ihm zwei Finger. Der ist vertrauenswürdig. Wenn ich irgendwas aus Game of Thrones gelernt habe, dann Leuten, dann dass Leute, die den Finger fehlen, vertrauenswürdig sind. I can't undo what I did, but maybe I can help. I owe you. Both of you. Please. Anything. How do I know you'll be helping me and not Norma? Because I want to make this right. You can't! Is he still breathing? Jonas! I thought you'd have more time. What do you mean? Oh, no. Just go. But he might warn Norma. I won't. I want out of here as much as you do. Das nehme ich ihm persönlich ab, ehrlich gesagt. Yeah. Okay. Let's find Pete and get the hell off this boat. Thanks, Michonne, for stopping me. As much as I wanted to, for what he did, I'm glad I didn't kill Zachary. Taking someone's life, that changes you forever. Avoid that burden as long as you can. I'll try. Gott sei Dank kann wieder keiner Peripheres sehen, meine Damen und Herren. Willkommen zurück in Videospielen. The Game. He's still up there. And he's got company. Battlefield Stay Bad here. Company? Eventuell. I'll handle this one. Ich soll das jetzt machen, ja? Ich soll jetzt irgendwas geschmeidig und dezent und subtil und so weiter machen. Ja, klar. Aber wer, wenn nicht ich? Da bin ich ja wie geschaffen für. Wenn wir irgendwas aus den Spielen gelernt haben, dann... Dann das. Stirb. Ja, wobei, das kriege ich. Gott sei Dank sind es in diesem Spiel ja immer nur Quicktime-Events. Das schaffe ich dann noch so gerade eben. Aber auch nicht immer, meine Damen und Herren. Also, die Hoffnung besteht zumindest. Also, dass ich kläglich scheitern werde.
I couldn't get anything out of him. Zachary was useless. These people just aren't talking. Yeah. Problem is, we still know nothing about him. I'll get him to talk. Don't worry. I have to worry. After last time... It won't go down like that. I swear. It can't. Was muss ich gerade tun? Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, was ich machen muss. Muss ich den jetzt irgendwie... Ich meine, ich konnte R2 drücken bei dem hier. War ich jetzt zu langsam? Ich glaube, ich war zu langsam, oder? Oder? Oh, doch nicht. Da haben wir nochmal Glück gehabt, meine Damen und Herren. So gerade eben. Hat der uns jetzt gesehen? Der sieht uns, ne? Ja, der sieht uns. Vielleicht sieht er uns auch nicht. Wer weiß. So ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Müssen wir noch abwägen, meine Damen und Herren. Wenn die nicht einfach irgendwie... They see me gone. ...einen in die Fresse haben. We haven't got a chance of getting out of here. Hey, Randall! You wanna tell me how this happened? Zachary! He was guarding the door! Right. Samantha put you up to this? Where is she? Keine Ahnung, nie gesehen. Come on. Out with it. I'm only here for Pete. If you find Sam, you can have her. I'm not letting any of you go. Norma, forget about the girl. We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Randall, sound the horn. Sure thing. Drop the machete. Nee, ich denke nicht, dass ich dabei... Ja, ich weiß nicht. Nein! Scheiß drauf, ich lese jetzt einfach drauf an. Irgendwer wird sowieso sterben, also... I said drop it while you still have... Bestenfalls du, ja. Gute Idee. Oh. Oh, muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich ihn oder die Frau umbringe? Natürlich am ehesten ihn, weil er hat ja die Waffe. Wobei, die Norma hat auch eine Waffe gehabt, bestimmt. Shit. Habe ich jetzt verloren? Werde ich jetzt sterben? Nein, ich sterbe, ja. Wir wechseln mit dem Spiel einfach die verfickte, die Hauptperson. Darf ich bitte einfach alle umbringen? Das Ding ist, ich mache jetzt hier wenigstens was, während draußen Norma wahrscheinlich alle umgebracht hat, so wie ich dieses Spiel einschätze. Das sah sehr angenehm aus. Warum hackt ihr dem jetzt einfach den Kopf ab? Warum hackt ihr dem jetzt einfach den Kopf ab? We have to leave, now. God damn it, okay. Always taking the hard road. You're still alive, aren't you? For now. Come on. Ja, außerdem würde ich mal überlegen, wer denn hier spielt. Natürlich, Hashtag Hardway, Alter. Ohne Hardway geht's nicht bei mir. Jetzt kommt... Jo. Jetzt geht's los. We got trouble. Is this an attack? What's happening? Mike, where are the kids? Ich sehe, die wirkt akustisch sehr, sehr weniger hektisch, als sie es optisch tut. Ja gut, wie willst du einem Synchronsprecher im Studio auch sagen, sei mal hektisch mit 10 anderen? Das ist schwierig, glaube ich. The whole town is looking for us. We'll figure it out. Michonne? I'll see if I can find us a ride out of here. Muss ich jetzt, ja, das muss ich jetzt in dieser Episode zum dritten Mal. Wenn die das mal besser aufteilen würden, wäre das alles irgendwie ein bisschen, das ist alles immer so eng beieinander, dass ich jetzt dreimal hintereinander das hier machen muss. Hi. Das ist ein bisschen komisch, weil auch die Quicktime, wenn es immer so schnell hintereinander, das da ist leer. Schaff das mal so ein bisschen zu entzerren, weißt du? Them or us. No, we are not killing people. I'll give myself up. Pete! It buys you time to escape and no one dies. And I'll find a way back to you. I can reason with these people. That'll never work. I'd rather not fight these people, but I'm not sure we'll have a choice. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. Das ist wahrscheinlich wahr, ja. Allerdings lasse ich dich trotzdem nicht zurück. That includes you. When you get your opening, run! Stop him. Now! Show, no! What are you doing? Ich meine, selbst wenn er sich jetzt aufgeben würde, wir sind zu dritt auf jeden Fall besser aufgehoben als zu zweit. So viel steht hier wohl fest, da können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, dass ich mit dieser Frau da alleine nicht sonderlich viel anrichten könnte. Das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Okay, zumindest sind die Quicktime-Events in dem Spiel deutlich spektakulärer und interessanter als in vielen anderen Teilen.
Oder in vielen anderen Stellen, in Spielen generell irgendwie. Also. Frohes neues Jahr. Oh mein Gott. Also auf jeden Fall, die Quicktime-Events sind auf jeden Fall schon mal mit Action gefüllt und das ist schon okay so. Außerdem viel Blut. Da nehme ich natürlich auch Quicktime-Events in Kauf. Ich weiß sowieso nicht, was ich eigentlich dagegen habe. Es ist wahrscheinlich einfach nur eine Ausrede oder ein Ersatz für Gameplay. Come on, swim for the boat. Ja, das wird mit Sicherheit jetzt schief gehen. Beziehungsweise nicht schief gehen natürlich, weil... Wann ist so eine Situation hier mal schief gegangen? Sag nicht, das funktioniert jetzt einfach so. Im Leben nicht. Shit, you're not taking our boat too. You're not gonna shoot me. I bet Norma wants that privilege. Maybe I found you with a bullet in the head. Sehr unspektakulär. Okay, jetzt wird's dann zu einem schlechten Actionspiel, ja? Ist klar, Alter. Weil wir können immer noch paddeln, oder? Also, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Was? Achso, ach. Ey, ohne Scheiß, ich hab's gar nicht gedacht, das wäre das Ende. Das Spiel verwirrt mich. Okay. Also auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr actionreicher Start. Also der zweite Teil im Grunde genommen jetzt schon fast mehr Action als der erste Teil insgesamt. Also passt so, meine Damen und Herren. Ich finde diese Optik mit den Comics immer noch sehr, sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Hi. Bitte keine Sniper-Rifle auf Michonnes Kopf. Das möchte ich gerne vermeiden. Wenn ich irgendwas vermeiden kann, dann möchte ich es gerne tun. In dem Fall, meine Damen und Herren. Erik Ose, ja. Himself. Him fucking self. Basiert das jetzt eigentlich auf den Comics? Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil... Dann würde sich diese Welt, die wir jetzt haben, ja quasi überschneiden mit denen in der Serie. Und das hat es ja eigentlich, also in den Spielen bisher zumindest nicht getan. Die Spiele haben ja nichts, im Grunde genommen, abgesehen von ein paar Namensüberschneidungen, was aber normal ist, mit der Serie zu tun. Aber wenn das Spiel jetzt auf dem Comic basiert, wäre das ja im Grunde genommen die gleiche Michonne, dieselbe Michonne wie in der Serie. Das wäre ja eigentlich interessant. Give no shelter, sagst du ja. Kriegen wir hin, meine Damen und Herren.